ganz nüchtern betrachtet, ist eine Demenz nichts, wofür man sich schämen müsste. Jede von Ihnen kann eine Demenz bekommen. Unverschuldet und schicksalhaft. Auch die Symptome und Ausfallerscheinungen, die mit dieser am Anfang nicht sichtbaren Behinderung einhergehen, entziehen sich dem persönlichen Einfluss. Man kann einfach nichts dafür, wenn man Termine, Orte, Personen vergisst. Wenn man urplötzlich die Orientierung verliert. Wenn das, was mal Routine war, wie in einer Nebelwolke verschwindet. Sie funktionieren nicht mehr so, wie die Gesellschaft das erwartet. Sie schämen sich. Sie fühlen sich schuldig. Auch mir erging das so. Wie hätte ich das damals meinen Freunden, meinen Kollegen, meiner Familie, meinen Nachbarn sagen können? Du, ich habe jetzt eine Demenzdiagnose. Sind Sie doch mal ehrlich. Wenn Sie das Wort Demenz hören, woran denken Sie? Sie denken an einen alten, verwirrten, hilflosen Menschen. Ein Mensch, der schon in der Pflegebedürftigkeit ist. Ich wollte mit diesem Bild der Hilflosigkeit und mit ihrem Mitleid nicht in Verbindung gebracht werden. Das ist so der Einstieg prinzipiell, wenn ich irgendwo bin, weil das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit und das, was Sie interessiert, ich habe schon hunderte von Vorträgen gehalten, ist, wie merkt man das als voll berufstätiger Mensch? Ein Mensch, der keine sogenannte Prädisposition hat für eine Diagnose Demenz. Eine Prädisposition hat, heißt, ich neige dazu. Ich habe nie einen Tias, einen Schlaganfall gehabt. Ich bin keine Diabetikerin. Mein Blutdruck ist in Ordnung. Genetisch, wenn ich zurückgehe, meine Familiengeschichte, richtige Leute vom Lande, top. Depression, sowas hat man nicht gekannt. Medikamente einnehmen, nee. All diese Faktoren, die eine Prädisposition sein könnten, haben gefehlt. Und dann merkt man doch, wenn man achtsam mit sich umgeht, dass irgendetwas nicht stimmt. Damals, als ich dieses Buch schrieb, nannte ich das erste Kapitel »Etwas stimmt nicht mit mir«. Es hat eine Weile gedauert, bis mir auffiel, dass mit mir etwas nicht stimmte. Es war auch nicht an etwas Konkretem festzumachen. Vielmehr war es die Summe vieler kleiner Merkwürdigkeiten. An manchen Tagen überforderte mich mein durchstrukturierter Tag. Ich konnte mich schwer konzentrieren. Ich machte kleine Fehler. Ich hatte einen Multitasking-Job und es fiel mir auf, dass ich beim Übersetzen aus einer Sprache in die andere, manchmal fehlten mir bestimmte Vokabeln. Dann merkte ich, mir fehlten grammatikalische Strukturen. Wie bilde ich eine Zukunft im Französischen? Wie bilde ich eine Vergangenheit im Spanischen? Ich konnte auch nicht immer so schnell sein. Das war frustrierend für mich, zu bemerken, dass ich diese kleinen Ausfälle hatte, weil
ich war selbstständig und ich war bekannt dafür, dass ich einfach ja, sehr, sehr gut war. Nun gut, ich kann mich gut erinnern an meine letzte große internationale Konferenz. Das war das Thema MS, Multiple Sklerose. Jeder Dolmetscher bereitet sich vorher auf das Fachvokabular sehr gründlich vor. Sie kriegen auch die Liste mit den Teilnehmern aus den verschiedenen Staaten der Welt. Ich habe mich gut vorbereitet. Ich bin auch sehr zuversichtlich in die Konferenz. Ich hatte kleine Ausfälle, die ich ganz elegant überbrückt habe. Eine Woche nach dieser Konferenz erhalte ich einen Anruf, einen Folgeauftrag, Frau Rora. Ich konnte mich nicht erinnern, dass ich da war. Frau Rora, sind Sie noch am Apparat? Ja, ich habe gerade gecheckt in meinem Kalender. Ich habe leider keine freie Kapazitäten. Wir schämen uns. Wir würden nie zugeben, dass wir uns gar nicht erinnern können. Und ich ging zu meinem Terminkalender, sah nach, natürlich war ich da. Aber was habe ich gemacht? Was war das Thema? Was bedeutet das MS überhaupt? Es war weggewischt. Sie können zu Tode erschrecken. Sie können schon anfangen zu weinen. Das ist eine Frage der Persönlichkeit. Ich ganz cool, ach, ich bin sowas von erschöpft. Die nächsten Wochen nehme ich keine Aufträge an. Ich war sehr hoch dotiert, wissen Sie, weil ich habe aus dem Niederländischen habe ich ins Spanische, aus dem Spanischen ins Französische, aus dem Französischen ins Finnische. Also ich war so wie ein PC und zack, zack ging das bei mir. Und ich konnte mir das erlauben. Gut, du erdest dich, wie sich jeder erdet, ist auch individuell. Aber sie müssen eine Balance finden aus dieser Stresssituation, weil ein Dolmetscher hat ja ein hohes Level an Stress. Ja. Und ich dachte, ja, ich erhole mich jetzt mal in dem Sinne. Aber es vergehen einige Wochen und da erscheint ein Symptom. Symptome sind Teile von diesem Syndrom dann. Da erscheint das erste Symptom, typisch für Demenzen, dass ich in meiner Muttersprache, in Deutsch, ja, Wortfindungsstörungen habe. Die kann man klassifizieren in Bereiche. Also ich gebe jetzt mal ganz einfache Beispiele. Wir verwechseln einen Vokal, A, E, I, O, U. Ich sage nicht, alle, die mich lieb haben, also diese Kombination I, E, ich sage, alle, die mich lab haben. Ich sage, die Bahn ist mir gerade von der Nase weggefahren, statt vor der Nase. Ich verwechsle Konsonanten. Kann auch lustig klingen, wenn man es ab und zu macht. Ich verbinde zwei lange Wörter, zwei Substantive, zwei Wörter, die sinngemäß nicht passen, weil in meinem Kopf ist was anderes in dem Moment. Also, es klopft, ich möchte sagen, meinem Sohn, ich glaube, der Hausmeister kommt. Hausmeister. Und ich sage stattdessen, ich glaube, die Haussocke kommt. Ist lustig, ja, no problem. Wir haben auch so geschmunzelt, wir beide. Aber es wird in dem Moment etwas ernster, wo Ihnen dann die Häufigkeit auffällt, also dass es den ganzen Tag kommt, bei fast jedem Satz, und Sie können die Wörter, das, was Sie sagen wollen, können Sie nicht. Sie müssen es umschreiben. Also wenn ich jetzt sage, bitte reich mir mal her und ich zeige jetzt. Sie,
Also der Mensch, der neben mir ist, würde gleich sagen, möchtest du das, dieses Plastikgehirn, möchtest du die Tasche, was möchtest du? Weil mir fällt es nicht ein, ich sage das, wenn ich was anderes habe, dann, also das zum Beispiel, diesen Becher, dann würde ich sagen, ja da, wo etwas drin ist, wo das Wasser drin ist, weil mir fällt das Wort nicht ein. Das ist sehr, sehr typisch. Alles kann man, sagen wir mal, beheben. Je nach Situation wieder der Demenz, muss ich sagen, durch die Sprachtherapie. Ich habe das so gemacht zu dem Zeitpunkt, wo ich das merkte, dass ich mir das notiert habe, weil das gehört zu meiner Biografie. Ein Mensch, der immer notiert. Deshalb werden Sie in dem Buch auch viele handgeschriebene Sachen finden. Und dann steht an einem Sonntag, ja, dann gebe ich Ihnen ein Beispiel, wo es dann ganz extrem wurde, nach ungefähr 4 Wochen, wo Sie mich nicht mehr verstehen können. Ich geht. Kamos morne da. Also, was habe ich gesprochen? Schweizerdeutsch, ne? Kamos morne da. Kann es mir nicht denken. Kamos morne da. Oder Mai Ruki Lukiva. Mai Ruki, mein Rücken. Lukas, tut mir weh. Eins ist interessant, für Menschen mit einer sogenannten, im Ausland nennen wir uns Onset oder Early Stage Dementia. Das sind die jungen Menschen. Young Onset. Ja. Dass wir das merken, wir reflektieren. Wir sagen es nicht. Sie sagen es ganz sicher, je nachdem, wie feinfühlig Sie sind. Meine Freunde, wenn die das gehört haben, sie gesagt, also ich weiß nicht, du bist so brillant, ich habe das Gefühl, du verblödest ja minütlich. Aber sie können nicht auf so eine Ironie, auch mit Ironie antworten, weil sie reflektieren. Warum machen sie das? Das haben sie ja nie gemacht. Wenn sie sich oft versprochen haben, wird es ihnen gar nicht so auffallen. Also die ersten Auffälle bei jemandem, Ausfälle, bei jemandem in den jungen Jahren sind prinzipiell in dem, was sie beruflich routinemäßig machen. Und die Sprach-, die Wortfindungsstörungen. Ein neues Symptom kommt hinzu. Das kommt alles sehr schnell. Und das ist dann parallel natürlich immer. Wenn ich etwas weiter als gewöhnlich spazieren ging, und ich verließ mein Stadtviertel, erkannte ich beim Zurückgehen meine Straße nicht mehr. Also die Wahrnehmung, muss man sich vorstellen, verändert sich so gewaltig, Sie können lesen, aber es kommt Ihnen fremd vor. Diesen Weg, den Sie herkommen, wo sind wir überhaupt hereingekommen hier? Wo ist die Hauptstraße? Ich glaube dort hinten, ja? Sie kommen diesen Weg immer wieder. Und sie gehen einen bestimmten Weg. Und jetzt kommen sie und es kommt ihnen fremd vor. Wo bin ich da? Und der Straßenname sagt ihnen auch nichts, wie sie weiterkommen. Panik oder cool bleiben? Bleiben Sie bitte cool. Und sie fragen den Ersten, sagen Sie bitte, wo ist diese Straße? Ich wollte ja nur nach Hause gehen. Ne? Und wenn man ihnen erklärt, geradeaus, Ampel rechts, links, sind sie überfordert. Dazu kommen dann anschließend, also das geht ruckzuck, solche Schwierigkeiten, dass sie sich in einem Supermarkt zurechtfinden, dass sie mit der U-Bahn fahren. Ja, sie können nicht mehr alleine weiter weggehen, weil sie sich ja, es kommt auch ein bisschen eine Unsicherheit und eine Angst hinzu. Ich habe mir damals Gedanken gemacht, was das sein könnte. Und ich habe darauf getippt, dass so mit meinem medizinischen Wissen, es muss irgendwo ein kleiner Tumor sein, der sich da entwickelt hat.
und der drückt auf ein bestimmtes Areal, wissen Sie? Das war so meine Erklärung und ich habe das niemanden, also ich habe mich nicht mitgeteilt. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt bei Menschen, die an sich etwas beobachten. Sie teilen sich nicht gerne mit, weil sie sich schämen. Am wenigsten teilen sich die Leute dem nächsten Angehörigen mit. Der beobachtet sehr genau, wenn sie einen Partner haben, ja, oder ich sage jetzt mal, die Tochter und die Mutter beobachten es sehr genau. Mein Sohn konnte das nicht beobachten, weil er eben ein Autist ist. Es sind besondere Menschen, ihnen fällt so etwas nicht auf, ja, diese Gefühlsregungen. Und ich habe es ihm auch nicht gesagt. Ich konnte dann auch nicht mehr am PC arbeiten, das war dann auch ein Symptom ganz am Anfang, wo ich die Buchstaben, also das Wort will ich schreiben und ich suche den Buchstaben. Das kann ich nicht. Ich kann es nur, wenn ich es selber mit der Hand schreibe. Deshalb sind meine Vorträge immer per Hand geschrieben. Und das ist gut so, dass ich das kann. Und ja, sie analysieren sich. Sie finden nicht eine Erklärung. Es hat keinen Sinn, dass man gleich ins Internet geht und recherchiert. Ich empfehle dann immer, sich zu beobachten, mindestens 5-6 Monate und zu notieren. Ich habe damals ein Ausfalltagebuch angefangen zu schreiben. Ein Ausfalltagebuch und nicht nur so. Also um 14.15 Uhr ist folgende Situation. Wortfindung. Obwohl ich da in einem netten Rahmen bin, wir unterhalten uns, ich trinke meinen Kaffee. Also der Doktor muss dann immer sehen, in welchem Kontext ist das passiert. Ja? Also ich ging zu keinem Arzt. Ich habe mich auch nicht geäußert. Bis eines Tages. Da geschah etwas sehr Merkwürdiges. Und das, was ich jetzt vorlese, ist das typische Symptom, ganz speziell der Lewy Body. Ich gehe ins Badezimmer, ich bücke mich über das Waschbecken, will mir die Zähne putzen und plötzlich sehe ich vor mir Bilder in Farbe. Es sind Streifen, es sind Bilder, die in einer ganz schnellen Reihenfolge laufen. Und in jeder Szene bin ich präsent. Da laufe ich als kleines Mädchen mit dem Puppenwagen. Daneben laufe ich zusammen mit meinem Sohn in den Bergen. Und daneben sitze ich neben dem Krankenbett meiner Mutter. Und ich laufe und laufe. Und ich trete einen Schritt zurück. Weil sie merken es ja, das ist es ja. Und klar erschrecken sie, aber mehr noch, sie analysieren. Hey, wieso ist das möglich? Hast du gestern irgendwas Besonderes gemacht? Nichts eingenommen, kein Alkohol, nie etwas in der Richtung. Da kommt einem ein Gedanke und der sollte kommen. Gab es in den Generationen, 1, 2, 3 Generationen sogar zurück, jemanden, der eine schwerwiegende psychiatrische Erkrankung oder psychische Erkrankung hatte. Und ich habe dann angefangen zu recherchieren, so wie ich das da beschreibe. Gab es nicht, weil es ist bekannt heute, dass sich solche Auffälligkeiten genetisch vererben. Sie überspringen 1, 2 Generationen. Also ich spreche jetzt in diesem Moment immer von den jüngeren Leuten. Denn wenn ich von einem Menschen mit 70, 80 spreche, dann kann das Trauma, Krieg, Gefangenschaft, das ist sowieso belegt heute, eine Demenz auslösen. Ich spreche von den Jüngeren, ja? Also es gab nicht in meiner Familie. Und dann, nach all diesen Symptomen, ich wiederhole sie kurz, Ausfälle in meinem Beruf, die Sprache, die Wörter, die Konstruktionen, Ausfälle, Wortfindungsstörungen in der deutschen Sprache, in der Muttersprache.
Orientierungslosigkeit, Halluzination. Das sind mehrere Symptome und inzwischen sind schon 7 Monate vergangen, entschloss ich mich, zu einem Neurologen, Psychiater zu gehen. Ich mache es ganz kurz. Haben wir heute Ärzte da eigentlich? Schlecht, dann würde ich es länger machen. Also, Herr Doktor, ja? Ja. Ja. Welcher Bereich sind Sie denn? Demenz. Sie sind in der Demenz. Und jetzt sagen Sie, Sie haben noch nie einen Patienten gesehen, der sich hinstellt und so sprechen kann. Stimmt das? Ja, ja, Sie sind schon außerordentlich. Ich bin außerordentlich, das höre ich sehr gerne. Also es ist so, wir sind vielleicht in dem Sinne außerordentlich, weil wir gehen ja auch einen Weg und das Alter macht sehr viel aus und den Zeitpunkt, wann etwas diagnostiziert wird. Also ich mache mich auf den Weg zu einem Kollegen, den ich von Kongressen kannte. Ne? Und ich gehe hin und, also Herr Doktor, ich habe die und die Ausfälle, ich muss sofort wissen, was ich habe. Ich bin alleinerziehend, ich muss meine Aufträge erfüllen, ja. Herr Doktor, was habe ich? Also so fordernd, so wie ich es ja bin. Da guckt er mich an und sagt, ach, wissen Sie, erstens müssen Sie ganz ruhig sein. Zweitens, bei Ihrem anspruchsvollen Beruf machen Sie sich gar keine Sorgen. Sie haben ein Burnout. Gehen Sie spazieren. So heißt das Kapitel. Gehen Sie einfach spazieren. Und er schickt mich spazieren 2 Quartale. Ich bin viel spazieren gegangen. Konnte gar nicht so viel spazieren gehen, weil zum Glück habe ich einen Labrador, der weiß alles, ne? Meine Image. Aber wichtig ist, für Sie als Zuhörer, als Lernende, wie geht der Mensch damit um? Also ein Arzt, der eine Kapazität ist, sagt Ihnen das. Ich habe natürlich Vertrauen. Er hat es mir gesagt. Er hat ja schon hunderte von Patienten gesehen in seiner Karriere und habe ihm vertraut. Also ich gehe nach Hause und wieder kommt dieses, mein Lieblingswort, ich versuche mich zu erden. Ich erde mich, indem ich in die Natur, ich habe die Tiere, ich male. Das ist die Art, sich zu erden. Ich brauche keine Gespräche. Die Gespräche haben das Positive, vielleicht auch das Negative. Ich will nicht hören die Meinung von 10 anderen. Ja, das kann doch gar nicht sein. Ja, ich würde es so machen. Ja, du musst wechseln. Nein, ich muss selber zuerst sehen, was ist los mit mir. Das ist mein Weg. Aber ich habe gemerkt, dass diese Halluzinationen sehr, sehr intensiv wurden. Also im Laufe des Tages, ganz gleich, was ich machte. Ich sage Ihnen, ich trinke da einen Kaffee. Hier am Rand lief ich immer. Und es sind immer so Streifen. In diesen Streifen lief ich immer weg. Jetzt, nach so vielen Jahren, kommen die Bilder immer auf mich zu. Also so, dass sie mich erdrücken, nur für Sie, Herr Doktor, ne? Und es ist auch eine Erklärung, weshalb. Aber das brauchen wir jetzt im Moment nicht. Und ja, und wenn Sie es nicht wissen, ist es auch das Körperliche, was sich bei Ihnen verändert. Ob Sie jetzt einen hohen Blutdruck kriegen, Herzklopfen, Sie können nicht mehr essen, Sie kriegen einen Ausschlag, Ihr Immunsystem ist schwach. Also, es ging mir eigentlich sehr schlecht. Ich habe auch sehr abgenommen in dieser Zeit. Und ich schreibe und schreibe an dem Ausfalltagebuch und ich komme zurück zu dem Herrn Doktor und sage, also mir geht es so schlecht, ich muss wissen, was ich habe. Es kann kein Burnout sein, sage ich. Ich habe aber nicht nachgelesen. Ich habe das nicht nötig gehabt, weil das ist ja mein medizinischer Background. Ich muss nicht im Internet nachlesen und alles Mögliche. Ich muss mich auch nicht mit anderen austauschen, ne? Ich habe ihm ja geglaubt. Und diese Symptomatik, die ich hatte mit all diesen, was ich aufgezählt habe, kann nicht ein Burnout sein. Und das habe ich ihm deutlich gesagt. Also wissen Sie, wenn ich Sie wäre, würde ich auf eine Insel fahren. Sie brauchen viel mehr Ruhe. Dann habe ich die Tür zugeknallt, Tränen überströmt, aber wütend.
habe ich diese Praxis verlassen. Er hat mich nicht ernst genommen. Und er hat gar nichts von den diagnostischen Möglichkeiten ausgeschöpft. Ich nahm ein Taxi und ließ mich in München in die große Klinik fahren, da am Sendlinger Tor, die Uniklinik. Und ich ging hinauf zur Gedächtnisambulanz. Ich wollte gleich gesehen werden von einem Experten. Ja, da braucht man natürlich einen Termin und es dauert ja Wochen, Monate. Ja, wie stellen Sie sich das vor? Ich bin ein Notfall, habe ich gesagt. Ich wurde richtig angefahren. Notfälle sind alle, die da sitzen. Ich habe einen Termin in 5 Monaten. Nein, ich möchte heute gesehen werden und von da rühre ich mich nicht weg. Es geht um mein Leben. Entweder hatte die Dame Angst vor einer Szene oder es war ihr peinlich. Auf jeden Fall, sie bot mir sofort an, dass ich stationär bleibe. Und ich wurde auf die Station begleitet. Und ich sah die anderen Patienten. Die wirkten wie ferngesteuert. Und ich sah vor allem die Tür, die nur mit einer bestimmten Codeeingabe auf- und zuging. Und ich bekam es mit der Angst zu tun. Aber Sie sind alleine da, sagte man mir. Anscheinend ist man in solchen Kliniken gewöhnt, dass man immer mit der Begleitung spricht und nicht mit uns. Ich war immer ein selbstständiger Mensch. Und ich wollte auch selber entscheiden, wo und wie lange ich mich aufhielt. Und ich bestand darauf, dass die ganze Diagnostik ambulant gemacht wird. Natürlich musste ich eine Einverständniserklärung unterschreiben. Es folgt jetzt ein Weg, so an die nächsten 30 Seiten, was alles gemacht wird. Eins sage ich, eine Demenz zu diagnostizieren, ist nicht einfach. Es nennt sich eine Ausschlussdiagnostik. Ausschluss. Also zuerst muss man natürlich sehen, ob dieser Mensch körperlich, also es beginnt mit der Blutentnahme, es beginnt dann mit Gesprächen. Es ist etwas, was Sie aus dem Fernsehen kennen. Sie sollen diese Uhr zeichnen, Sie sollen sich bestimmte Wörter merken. Dieser Mini-Mental-Test, der ja weltweit sehr umstritten wird, muss ich Ihnen sagen, umstritten ist. Weil das, diese ganzen Punkte, die ich da erreiche, ja, das ist so ein Minimum an dem, was ja eigentlich den Menschen ausmacht. Einen großen Bereich nimmt ein dieses sogenannte Psychogespräch, wo die wirklich wissen wollen, von dem Moment an, wo sie sich erinnern, wie ihr Leben verlaufen ist. Wie war es mit den Geschwistern? Wie war es im Kindergarten? Ja, wissen Sie, ich will mich daran gar nicht erinnern. Ich will wissen, was ich habe. Also es ist ein Moment, im Englischen sagt man Tension, eine enorme innere Spannung. Und sie heulen, das ist das Problem, sie heulen. Und durch dieses Heulen können sie sich ja noch weniger konzentrieren auf das, was da gemacht und gesagt wird bei ihnen. Also bei mir ging das sehr schnell. 10 Tage immer hin und zurück. Und ich beschreibe auch, was da alles gemacht wird, wie die ganzen Scans heißen. Und dann kommen sie immer einen Schritt näher, ja. Und interessant ist für uns, glaube ich, wie verbringt man die Nächte und wie vergeht dann doch der Tag, nachdem ja, man aus dieser Klinik immer nach Hause kommt. Und da ist niemand, mit dem man sprechen kann. Und man kann es dem Sohn nicht sagen. Und man muss die starke Mutter spielen. Ja, hallo Jens, wie war das mit der Prüfung heute? Oh, you are the best. Und so, auf die Art, wissen Sie. Weil er hat ja die starke Mutter gebraucht. Es war ein Weg, den er gegangen ist mit mir. Ja, wie gesagt, es war vor dem Abitur. Und ich beschreibe das so, dass ich mir eine Strategie zurechtgelegt habe. Ganz gleich, was ich habe, ganz gleich, welches die Diagnose ist. Wohlgemerkt, an eine Demenz habe ich nicht eine Sekunde gedacht. Ich habe das Vertrauen in mich. Und ich werde es schaffen, weil ich habe noch Pläne. Ich habe noch
einiges vor in meinem Leben. Und ich habe eine Verantwortung für meinen Sohn. Und das hat mich sehr getragen. Und die Meditationen, die Gebete haben mich auch sehr, sehr gehalten. Nun gut, interessant wird jetzt die Diagnose, die Mitteilung. Weil das ist einfach phänomenal und das ist leider auch heute noch so in vielen Ländern dieser Welt. Also sie werden dann einbestellt und die Diagnose wird ihnen mitgeteilt von einem der Ärzte, der sie in diesen 10 Tagen ja gesehen hat. Also nicht ein ganz Fremder, ne? Und das möchte ich mal kurz vorlesen. Haben Sie schon mal auf eine Diagnose gewartet? Haben Sie schon mal ohne Unterstützung von irgendwem in einem Warteraum gesessen, in den Tränen fließen, in dem sich die Menschen festhalten, in dem sie förmlich den Sonnenuntergang spüren? Ich sah mir die anderen an. Ich setzte mich aufrecht hin. Und da kam sie wieder, diese Kraft. Ich hatte noch Pläne. Ich war noch viel zu jung. Ich hatte eine Ablehnung gegen alles, was ein Ende bedeuten könnte. Ich wollte den Sonnenaufgang. Und ich war bereit für das Gespräch. Das Gespräch dauert keine 5 Minuten. Das kann ich auswendig. Frau Rohrer, wollen Sie es wirklich wissen? Und hatte 2 Blätter in der Hand. Frau Rohrer, wollen Sie es wirklich wissen? In dem 2. Satz habe ich gewusst, quite serious, das ist ziemlich ernst. Und ich sage, natürlich, Herr Doktor, ich muss es wissen. Also bei Ihnen handelt es sich um eine Lewy-Body-Demenz und Sie müssen damit rechnen, dann später mit Parkinson. Sagt kein weiteres Wort und guckt. Wie ich derart stark sein konnte, kann ich Ihnen nicht erklären. Keine Träne. Ich setze mich aufrecht hin, weil dann hebe ich mir so meinen Kopf und sage, Herr Doktor, was kann ich tun, um diesen Zustand, diesen jetzigen Zustand zu verzögern, zu verlängern, weil ich wusste ja sofort, was es bedeutet. Und dieser Arzt mit dieser langjährigen Erfahrung, diese Kapazität in dieser Klinik, hat eine Antwort parat für mich. Also ich rate Ihnen, machen Sie schon mal die Generalvollmacht und die Patientenverfügung und denken Sie an die Wohnform. Spätestens in 5 Jahren müssten Sie dann in ein Heim. Und gib mir ein Blatt, das war das einzige Gute, was er mir gegeben hat, so einen Flyer, der hatte so ein Format und sagt, ich gebe Ihnen was, lesen Sie und kommen Sie nächste Woche wegen der Medikation. Und steht auf und schmeißt mich quasi raus. Toll, das ist ein Verhalten, bilderbuchartig, so nicht. Ob ich jetzt alleine da sitze oder mit meinem Angehörigen, mit dem Begleiter, zeigen Sie mir die kleinste Perspektive. Sehen Sie mich als Mensch und sehen Sie nicht nur auf diese Uhr und die Abrechnungsziffer. Hey, die hat ja jetzt schon vielleicht 5 Minuten gebraucht. Es ist eine Diagnose, die ein Leben verändert, wissen Sie? Und dann erwarte ich auch das Menschliche, das da mitspielen soll. Und schicken Sie mich nicht nach Hause, ohne mir zu sagen, Frau Rohrer, ich habe da die Frau Müller, unsere Psychologin. Wenn Sie wollen, sie hat Zeit für Sie. Weil es gibt nicht die Psychologin in einem Deutschland für Demenz. Es gibt keine Psychodemenzbetreuung, so wie es eine psychoonkologische Betreuung gibt. Oder eine Betreuung nach dem Schlaganfall. Nach jeder neurologischen Erkrankung gibt es den Psychologen. Aber bei Demenz nicht. Auch heute nicht. Weil sie nicht ausgebildet sind, die Menschen. Ich kann eine Betreuung bekommen, aber nur in der Klinik. Und
nicht jeder muss in die Klinik oder will in die Klinik. Ja? Also, so werden sie entlassen. Und jetzt beginnt dieser Weg, dieses Postdiagnostische. Der erste Schritt ist, zu realisieren, was bedeutet das? Was bedeutet jetzt diese Diagnose? Also er hat ja erstens einen Kapitalfehler gemacht, er hat nicht einmal erklärt, was das bedeutet. Ja? Und unabhängig, welchen Background ich jetzt habe, er sollte einem sagen, die Phase und was da bei diesen Scans eigentlich alles herausgekommen ist und so weiter. Ich habe den natürlich sofort gewechselt. Und einen Arzt darf man nicht wortwörtlich bei Facebook oder irgendwo attackieren, aber die Anzahl seiner Patienten ist schon sehr geschrumpft, glauben Sie mir. Und jetzt muss ich überlegen, also überlegen ist zu viel gesagt, weil sie weinen am Anfang nur. Sie weinen und sehen das Ende. Sie sehen das Ende, obwohl sie jetzt, na, ich war 54, sie sehen das Ende. Und sie wissen nicht, ja, und die Diagnose wurde mitgeteilt an meinem Geburtstag. Das war psychologisch auch sehr feinfühlig, weil ich wusste nicht, ob ich das nächste Jahr erreiche. Und dann habe ich geweint. Und ich hätte sehr jemanden gebraucht, der mir zuhört, der mir das Gefühl gibt, er versteht mich, diese Empathie, wie es ja heißt. Ja? Und auch nur, wenn sie da sitzen und ich weine und ich sage einen Satz. Aber da ist ganz wichtig die Art, wie sie dann mit mir sprechen. Sagen sie nicht, ach du Arme jetzt in deinem Alter. Oder, also meine Großmutter hat das auch gehabt, die hat noch 5 Jahre gelebt. Nein, diese Art nicht. Und das, diese Kommunikation mit uns, die muss man lernen. Und die Menschen, die auf uns losgelassen werden, sage ich jetzt immer, die sich alle kompetente Gesprächspartner nennen, also ich bitte Sie, da müssen wir darauf achten, auf einen guten Gütesiegel. Das, was Sie machen und ich weiß, was ich brauche. Weil wenn ich so fortgeschritten bin, dann sollen Sie ja auch mit mir reden. Auch wenn ich mich nicht immer äußern kann, reden Sie mit mir zuerst, nehmen Sie sich die Zeit. Also das bräuchte ich am Anfang. Das gibt es bis heute nicht. Mehr dazu, was es in anderen Ländern gibt dann. Und jetzt gehe ich nach Hause und weine und weine und weine und denke, was ist jetzt mein Leben noch wert? Was war ich früher? Was bin ich jetzt? Wodurch definieren wir uns? Wir definieren uns ja durch Leistung. Und keiner ruft an von den Kollegen mehr. Vielleicht wäre ich jetzt rangegangen, ich weiß es nicht. In dem Aufzug spricht keiner mit dir. Also es ist alles irgendwie anders, auf einen Schlag, wissen Sie? Und dann kommt ja auch diese Depression. Depression ist eine Begleiterscheinung. Und wenn ich jetzt einen Angehörigen hätte, der wäre noch depressiver als ich, das sage ich Ihnen. Und dann habe ich 1 Jahr gebraucht, um an mir zu arbeiten. An mir, ich alleine, um mir zu sagen, ich kann all das nicht mehr, die Sprachen. Ich werde nicht mehr arbeiten können in meinem Beruf. Ich kann meinen Jeep nicht mehr fahren. Ich kann nicht mehr am PC arbeiten. Sprachlich war ich auch im Deutschen schwach. Wo befinde ich mich? Wer unterstützt mich? Wer integriert mich? Wie geht das? Ich habe 1 Jahr gebraucht. Und dann habe ich mir gesagt, aber was kannst du alles noch? Fokussiere dich darauf. Und ich rufe an bei dem Arbeitsamt. Aufträge konnte ich ja keine annehmen. Ne? Ich mache einen Termin aus. Gehört auch zum Postdiagnostischen und gleich zur Attitüde. Und sage, ich bin da, weil ich eine Arbeit suche. Hatte meine ganzen Zeugnisse mit. Ich habe sogar einen Professorentitel in Sprachen. Aber ich sage ganz einfach, wissen Sie, ich habe so viel gemacht in meinem Leben, aber das kann ich nicht mehr machen. Ich habe eine Demenzdiagnose. Dann haben Sie Alzheimer.
schiebt die Sachen weg. Dafür gibt es nichts. Überhaupt, wieso wollen Sie arbeiten mit Alzheimer? Sage ich, entschuldigen, ich weiß nicht, ob Sie Bescheid wissen. Ich habe eine Demenzform und ich habe sicher noch Ressourcen. Aber ich bin deshalb da, damit wir ausloten, was kann ich noch? Und ich bin bereit zu arbeiten. 1 Stunde, 2, 3 am Tag. Auch nur auf 1-Euro-Basis. Ja, so einen Fall hatte ich ja noch nie. Nehmen Sie mal Platz, ich rufe die Chefin des Amtes. Und sie ließen mich da wirklich sitzen, stundenlang. Ich habe gedacht, ich gehe nicht weg. Die werden denken, sie geht dann, weil sie hat ja Alzheimer und die geht dann schon weg. Aber ich habe mich nicht weggerührt. Sie haben auch ihren Kaffee getrunken. Ich beschreibe das sehr ironisch. Ich höre das Schlürfen, sie essen ihre Semmel da, die Leberkässemmel. Und die Rora sitzt da, die Türen waren offen und warten. Dann habe ich gedacht, jetzt warte ich mal. Nach 3 Stunden sage ich, ich glaube, sie haben mich vergessen. Nein, nein, die Chefin kommt. Die Vorgesetzte. Also sie kommt. Und jetzt folgt ein anderes Gespräch mit ihr, wo sie mich dann sehr abwertend anguckt. Aber sie sehen nicht aus, ob sie Demenz hätten. Am Anfang sind sie sehr feinfühlig. Inzwischen kann ich ihnen sehr gut antworten. Wie sieht ein Mensch aus, der Demenz hat? Das ist eine nicht sichtbare Behinderung am Anfang. Ja? Wie sieht ein Mensch aus, der ein Diabetiker ist, der vielleicht nicht da im Unterzucker ist? Wie sieht er aus? Können Sie das an ihm sehen? Wie sieht ein Mensch aus mit einem Burnout, mit einer schweren Depression? Sage ich, also ich bin heute da, weil ich mir von Ihnen erhoffe, dass Sie mit mir ein Programm erarbeiten, also ganz strukturiert, weil ich hatte mir alles aufgeschrieben. Ich schreibe mir immer alles auf, was ich zu sagen habe, so in Farbe. Und ich hoffe, Sie helfen mir. Wieso wollen Sie das überhaupt? Ja, ich muss wiederholen, ich habe Ressourcen und ich will, dass man mir hilft. Und ich will meinem Leben einen Sinn geben. Also ich rate Ihnen, gehen Sie in ein Altenheim, schenken Sie den Kaffee aus, dann haben Sie Ihren Sinn. Und wenn Sie es doch geschafft haben, dann kommen Sie und sagen Sie mir Bescheid. Heute ist sie nicht mehr die Leitung des Amtes. Es ist ein kleiner Stein in dem Puzzle. Aber was nutzt es, sie ist nicht mehr die Leitung? Weil die Protokolle kommen von der Regierung. Ich habe auf höchster Ebene gesprochen. Diese Protokolle bei den Integrationsämtern müssen vorsehen den Punkt Demenz. Weil wir haben 100 Formen der Demenz. Und da kommen die 30, die 40-Jährigen und die sagt, er hat Alzheimer und er wird aussortiert. Das geht nicht. Also diese Haltung meiner Gesellschaft, das kann ich nicht akzeptieren. Weil sie werden einfach, wie kann man sagen, fallen gelassen. Und was passiert mit all diesen jungen Leuten? Nach einem Jahr sind sie alle Hartz-IV-Fälle, genau wie ich und wie alle anderen. Wenn ich keinen Partner habe, wenn ich den Partner habe, ja, dann vielleicht ist es ein bisschen einfacher, aber die Familie wird ruiniert. Und was passiert noch vom Politischen gesehen? Wir haben nur eine Demenz, keine Leistung auf einen Schwerbehindertenausweis, keine Stufe so. Es gibt ja Stufen, ja, wo man sagt die 0 und dann kommt die 1 und bla bla, ist in den Ländern unterschiedlich geregelt. Das gibt es nicht. Also man wird aussortiert, ja. Ja, aber was sind wir dann eigentlich? Für die Rente sind wir noch zu jung, da gibt es keine Erwerbsunfähigkeitsrente, weil wir haben nur eine Demenz. Eine Demenzaktivistin kämpft auch dafür, dass Demenz als Behinderung anerkannt wird. Und nach dieser UN-Konvention, ja, werde ich gleichgestellt mit jeder anderen Behinderung. Und da sind wir noch entfernt. Weil in anderen Ländern Europas ist es anders. Dazu erzähle ich Ihnen nachher mehr. Also ich gucke mir jetzt an dieses Blatt, das er mir in die Hand gegeben hat, dieser Doktor, diesen Flyer.
Und da stand ein Wort drauf. Und Sie sitzen ja heute da. Es stand Alzheimer Gesellschaft München. Aber ich habe ja nicht Alzheimer. Gehöre ich jetzt hin? Ja, am Anfang ist das ganz wichtig, weil Sie sind verunsichert. Ich habe ja mit sowas nie zu tun gehabt. Von wo soll ich informiert sein, dass da jeder hingehen kann? Und es dauert, aber Sie sind so alleine und Sie sind so, ich sag mal, bedürftig in vielen Bereichen und Sie brauchen die Hilfe, wenn Sie zu Hause niemanden haben. Und dann habe ich da angerufen und dieser Moment, wo Sie einem Fremden ganz klar sagen, ja, ich habe das, ist ein ganz großer Schritt, wo Sie innerlich nochmals diese Diagnose angenommen haben. Und das verändert Sie persönlich. Also Sie rufen an, sagen das, Sie werden eingeladen dann zu einem Gespräch. Ja, und dann kam ich ganz schnell in eine Selbsthilfegruppe. Und das möchte ich Ihnen kurz beschreiben. Selbsthilfe-koedukative Gruppe. Als ich den Raum betrat, saßen ältere Damen und Herren an einem langen Tisch. Vor ihnen ein Kärtchen mit dem Nachnamen. Also Müller, Schmidt, Roda. Mein Kärtchen war neben einer älteren Dame. Ich setzte mich ganz verunsichert hin und sah mir die anderen an. Sie unterhielten sich, sie lachten. Es hatte fast etwas von der Atmosphäre eines Stammtisches. Dann kamen zwei Sozialpädagoginnen. Es hieß, wir sollten uns vorstellen. Ich wollte nicht die Erste sein. Und ich hörte von den anderen. Ich hörte von der Rente. Ich hörte von der großen Familie, von den Enkelkindern. Und ich hörte, dass der Partner in den anderen Raum sei und dass sie zusammen hergekommen sind. Ja, diese Tage, diese Abende haben mir sehr gut getan. Am Anfang. Sie haben mir Kraft gegeben, weil da sind wir alle gleich in einer Selbsthilfegruppe. Ob es jetzt der gewesene Richter ist oder der Landwirt, die Lehrerin oder die Verkäuferin. In der Demenz sind wir alle gleich. Wir haben uns Mut gemacht. Wir haben auch noch was anderes gemacht. Wir haben sehr gelästert über die Angehörigen, die uns immer alles aus der Hand genommen haben und uns sehr bepampert haben. Und nach diesen 1,5 Stunden kamen die Angehörigen aus dem anderen Raum und es gab ein Zusammentreffen in einem Raum mit einem Heilstein. Der wurde von einem zum anderen gereicht, dieser Stein. Und jeder sollte etwas sagen, was ihm gut getan hat an diesem Abend. Also der Abend sind 1,5 Stunden, müssen Sie sich denken, und dann das Zusammensein. Und ich habe gemerkt, die am meisten geweint haben, waren die Angehörigen. Und dass der Betroffene oft den anderen auf die Schulter klopfen musste. So ungefähr, es geht ja weiter. Und ich habe auch gemerkt, dass meine Freunde im Verhalten anders waren, aber der Angehörige kam gleich dazu. Entschuldigung. Ja, wie sitzt du wieder da? Hat er wieder voll gekleckert? Na sag mal, heute habe ich dir das frische Hemd gegeben. Komm, hast vergessen dich zu rasieren, schau mal. Also es ist eine Art umzugehen, so wie mit einem kleinen Kind. Und ich dachte mir, ach, wie gut, dass ich alleine bin. Mich begleitet niemand und tut mich da so gängeln. Und ja, einige sagten dann nur einen Satz. Ich bin einfach glücklich, dass ich in der Gruppe bin, von uns, von den Betroffenen. Ja. Die Gruppe war am Anfang eine sogenannte richtige Selbsthilfegruppe, wo die ersten 10 Mal die Sozialarbeiterinnen, ja, sind also 2 für uns gewesen, 2 für drüben, für die Angehörigen und immer ein Arzt. Und der Arzt hatte nur ein Thema bei den Angehörigen, herausforderndes Verhalten. Weil da waren so immer die Tabellen mit dem Thema des Abends.
Und ich lese ja. Ich habe mein ganzes Leben gelesen. Also ich komme hin und lese, was für ein Thema haben Sie heute? Und ich sage zu meinem Freund, du Uli, verstehst du das Wort herausforderndes Verhalten? Uli Frontotemporal, gewesener Offizier. Und er sagt, nee, du, das brauche ich auch gar nicht. Sag ich, nee, du brauchst es nicht. Du hast recht. Aber was die immer mit uns wollen, herausfordern, na warte mal, da werden wir mal etwas auf den Kopf stellen. Also wir sind auch lustig, wissen Sie, wir nehmen es auch mit einer Leichtigkeit. Ne? Natürlich wird auch manchmal geweint. Also es ist ganz unterschiedlich. Aber diese Abende wurden gestaltet mit einer Thematik. Und die ersten Themen, die ich gehört habe, so wie ich da stehe, habe ich meine Patientenverfügung gemacht, sie hat die Formulare gebracht, ich mache es mit Ihnen zusammen, wenn Sie wollen, haben Sie die Generalvollmacht, haben Sie was zum Vererben. Wissen Sie, was ich mir gedacht habe? Dass ich in ein paar Wochen abnippele. Abnippeln heißt, ich gehe dem Ende zu. Ja, ich bin da, damit ich aufgebaut werde. Ich will Mutmachworte. Ich will wissen, welche alternativen Methoden habe ich. Ich kann nicht nur mit meinem Exelon leben, weil inzwischen hat er ja angefangen mit dem Exelon. Mit dem Kleinen, dann hat er das Zweite genommen und jetzt sind wir bei diesem Brocken. Das ist ein 24-Stunden-Pflaster. Ich will noch Alternativen. Ich will hören, wie muss ich mich ernähren? Welche Aktivierungsmöglichkeiten habe ich? Was für Möglichkeiten habe ich irgendwo ehrenamtlich untergebracht zu werden? Für den Anfang, bis ich weiß, wie viel Kraft ich habe. Weil Sie müssen denken, diese Demenz ist ja in dem Kopf, aber es macht sie so kraftlos. Herr Doktor weiß es. Man hat das Gefühl, man kann sich die Füße nicht mehr heben. Man ist wie, naja, ich sage immer so wie Beton. Ich hätte Beton an den Beinen. Ich kann nicht mehr. Es fällt mir schwer, allein in die Küche zu gehen und da was zu machen, mir was zu holen. Und ich weiß es inzwischen. Es ist die Depression. Die Depression macht einen so. Und aus dem herauszukommen, das ist auch total wichtig. Aber wie, wenn einer das nicht sagt? Der Doktor? Ja, also was geben wir? Citalopram, nee, ist zu schwach für Sie, Frau Dora. Wir nehmen was anderes. Sie haben auch noch die Halluzinationen. Nehmen Sie diese beiden. Ich kriege, aber ich will nicht immer Medikamente. Das ist mein Background-Wissen. Nicht mehr dazu. Nur heute Abend, wenn wir auf den Drink gehen. Ne? Also, inzwischen hat diese Pädagogin gemerkt, dass einige aus der Gruppe, ich sage jetzt mal, sehr mitgestalten wollen. Und sie hat es in eine koedukative Begleitgruppe verändert. Ich gucke Sie jetzt an, weil Sie können das ja weitergeben, wenn Sie mit Gruppen arbeiten. Dass wir gemeinsam die Programme besprechen. Gemeinsam, was wir machen. Dass ich Ihre Rolle übernehme. Sie machen mal 10 Minuten was und dann Helga, und wir haben gleich die Vornamen eingeführt, jetzt machst du weiter. Und die Helga ist fertig und dann macht der Peter weiter. Wissen Sie, was für ein tolles Gefühl man da hat? Man wird ernst genommen, man wird respektiert, man wird eingebunden. Und dann hat diese eine Person gesagt, ich sehe, Sie sind sehr engagiert, Sie tun sehr viel. Ich empfehle Ihnen, Sie kandidieren für den Vorstand der Alzheimer-Gesellschaft. Ha! Wissen Sie, was das bedeutet? Kennen Sie die Strukturen von diesen Alzheimer-Gesellschaften? Zu wenig, ne? Oder? Ich weiß nicht, soll ich 2 Worte sagen oder nicht? Ja? Also das ist so. Die Alzheimer-Gesellschaften sind mehr oder weniger, um ironisch zu sein, ein Clan. Da ist der Herr Professor der Neurologie. Da sitzt vielleicht noch ein Gutachter, da sitzt doch so. Offiziell müsste 1/3 von diesem Vorstand Angehörige. Aber es gab noch nie einen Menschen mit Demenz. Noch nie. Jetzt kommt der erste Mensch mit Demenz. Man muss die Satzung ändern, die Geschäftsordnung. Ja, wer macht das? Das sind ja juristische Aspekte. Aber Deutschland hat zum Glück 2 Juristen, die nennen sich Demenzanwälte. Sowas gibt es auch. Haben die Satzung geändert, also sitzt die Rora da. Jetzt kommt der erste Abend. Die haben das nicht gewusst, die anderen, weil ich wurde ja gewählt. Die sind nicht immer da. Diese Honorationen kommen nicht. Das ist oft nur auf dem Papier. Geben Sie zu, oder? Nein, die kommen immer in der Schweiz. Finde ich fantastisch. Also sie kommen.
Und das ist jetzt die Wertschätzung des Menschen. Also, es kommt ein Herr Professor. Ach, Therese, schön, dich zu sehen. Hier sitzt die Rora. Ach, Maria, du bist wieder da. Ja, Peter, du bist da. Die Rora wurde übergangen, wie eine Blase, wie eine Demenzblase. Aber sie sind schon stark. Wenn sie mal so weit gehen, diesen Weg, sind sie stark. Und ich gucke ihn mir so an und denke, er wird mich schon noch kennenlernen. Inzwischen ist es so, dass ich die Hauptrednerin bin bei den internationalen Kongressen. Und der Herr Professor K. kommt nach mir. Und der hat 5, 6 Minuten und die Rora kriegt ihre halbe Stunde. Und die steht da vor 1500 Menschen. Ja, das habe ich sehr traurig gefunden und entwürdigend. Ich habe mich sehr klein gefühlt, weil ich muss ja an mir arbeiten, das nennt sich Self-Management. Dass ich die Kraft habe, trotzdem da zu sitzen und unsere Bedürfnisse, weil ich vertrete ja die Menschen dann da. Ne? Ich habe mich sehr bemüht, 5 Jahre. In Deutschland hat es nicht gefruchtet, man muss auch da sehr realistisch sein. Menschen, die ihren Mund aufmachen, werden noch nicht gerne gesehen. Aber dafür werde ich in Europa gerne gesehen und bei der WHO. Das macht nichts. Deutschland wird einen Weg gehen. Und sie brauchen noch Zeit. Ne? Deutschland ist fokussiert und die Alzheimer sind fokussiert auf die Menschen, die in einer Phase sind, die nicht mehr für sich selber sprechen können. Wir sind die neue Generation. Wir sind der Patient, der fordert. Ich will mit einem Arzt auf Augenhöhe sprechen. Herr Doktor, wenn ich meinem Professor Förster, das ist eine Kapazität, ich habe ja auch die Ärzte gewechselt, wenn ich ihn sehen will, ich will nicht immer in die Klinik. Er kann mich ja gar nicht abrechnen, dieser Mensch. Dann sagt er, kommen Sie, mich interessiert einfach, was war beim letzten Kongress. Kommen Sie, bringen Sie Ihren Hund mit. Ich habe die Baileys, er hat eine Retriever-Dame. Und wir setzen uns in den Therapieraum, der mit Kunstgras ist. Und da setzen wir uns hin und diskutieren. Und zuerst werde ich gefragt, was ist Gutes in meinem Leben? Woran habe ich Freude? Und dann sagt er, ja, jetzt erzählen Sie mal mit diesen Halluzinationen. Und was für ein Gefühl haben Sie? Wie geht es Ihnen? Und der schließt sich kurz mit meinem Neurologen, der mir das Rezept gibt, der mich sieht und der mir einmal im Jahr meine Scans macht. Und sagt, hallo du, pass auf. Und der schließt sich kurz mit meiner Hausärztin. Und der Neurologe wieder mit dem Sprachtherapeuten. Und das nenne ich dann eine interdisziplinäre Betreuung. Und das braucht der Patient. Denn wenn ich das nicht habe, interdisziplinär, wissen Sie, dann, ja, das Self-Management ist auch wichtig, der Support von dem Angehörigen. Aber es muss alles passen. Es muss alles passen. Und die Generation von Patienten, die auf sie zukommen, die kommen wie eine Welle. In dieser Zeit, wo ich da gestanden bin, kann man so leichter verstehen, haben 900 Menschen auf dieser Welt, auf diesem Planet Erde, eine Demenzdiagnose bekommen. Das sind die neuesten Zahlen von PERS. PERS war ADI, das Internationale, wo sich die Welt trifft, ADI, Alzheimer Disease International. Da ist die ganze Welt Mitglied und da habe ich gesprochen in PERS am 18. April in Australien. Jedes Jahr in einem anderen Kontinent. Ne? Also das sind die neuesten Zahlen. Wir werden am Jahresende, können Sie nachlesen, unter ADI oder AI, das ist Europe, Alzheimer Europe und das sind die Alzheimer-Gesellschaften, jetzt speziell Deutschland. Also bei Alzheimer Europe ist zum Beispiel auch die Schweiz dabei. Sie müssen nicht in der EU sein, um zu Alzheimer Europe zu gehören. Ja? Ja, das muss man ja wissen, weil viele sagen, warum ist es nicht so, warum sind da mehr Länder und so weiter. Ja? Also da sind jetzt 44 Länder und es werden wöchentlich mehr, die dazukommen wollen. Und diese Zahl hat uns auch bewegt,
wir nennen uns ja die Demenzaktivisten oder die Champions, dass wir mit Hilfe von Alzheimer Europa eine Gruppe gegründet haben, das nennt sich European Working Group. So können Sie es finden. Also wenn Sie jetzt bei AE eingeben, dann sehen Sie EWG, European Working Group, die Europäische Arbeitsgruppe, PWD, People with Dementia. Und da sehen Sie die Bilder von uns. Das sind Menschen aus 22 Ländern Europas, die ein Sprachrohr sind für das betreffende Land. Die Gruppe kann nicht größer sein, weil jeder kommt ja mit einem Begleiter, entweder der Alzheimer-Gesellschaft oder Carer. Und wir erarbeiten Empfehlungen, Strategien für die Politik. Es geht darum, dass diese Empfehlungen dann von dem Präsidenten dieser Arbeitsgruppe in Brüssel im Parlament präsentiert wird. Ja? Und da sind verschiedene Bereiche. Also man spricht von Dementia in the working place, also am Arbeitsplatz. Man spricht von den ethischen Aspekten oder Menschen mit einem MCI. MCI heißt eine Vorphase in der Demenz, eine mild cognitive impairment und Inclusion in clinical trials. Man spricht von einem Dementia-friendly Hospital, wo wir das erarbeiten europaweit. Was heißt das überhaupt? Ja, das muss eine Klinik sich erarbeiten. Die können nicht sagen, ja, wir sind demenzfreundlich. So geht das nicht. Also wir sind in Projekten dabei und ich bin ja einmal im Quartal dann immer mit der Gruppe und anschließend bin ich dann noch da, wir treffen uns immer in Brüssel und dann präsentiere ich das dort. Ich muss sagen, dass die Member of Parliament, die Deutschen, also die Gruppe ist entstanden 2011, die haben noch nie Interesse gehabt, um Grüß Gott zu sagen. Ich kenne Menschen aus der Schweiz, ich kenne Frankreich, ich kenne Spanien. Sehr aktiv sind die Menschen aus Slowenien, Bulgarien. Slowenien ist sowieso führend, also Slowenien hat sogar in vielen Bereichen, kann es jetzt nicht vergleichen mit der Schweiz, da habe ich zu wenig Informationen, Background, aber hat sogar Deutschland überflügelt, weil die haben eine Strategie und die anderen Länder haben meistens nur eine Allianz. Allianz ist eine Vorstufe, dazu später dann mehr. Also, ich will damit nur sagen, dass von der Diagnose bisher ist ein Weg gewesen, aber ein Weg, der sich gelohnt hat, ein Weg, der aktiv ist und ein Weg, der, ja, ich kann sagen, fast wie ein neuer Beruf, eine neue Karriere und man trifft nur Menschen, die genauso Aktivisten sind. Und an denen muss man sich halten. Und nur mit denen und mit ihnen als Dementia Friends können wir etwas ändern. Weil der Fokus darf nicht nur auf das Medizinische sein der Demenz, nicht nur auf die Endphase. Und wir müssen uns in jedem Land vorbereiten. Vorbereiten, weil es ist nicht 5 vor 12, es ist 1 Minute vor 12. Dankeschön für den ersten Teil. Ja.